Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sapiens Trading Update. Langsam kommen wir tatsächlich dem Trading näher. Wir sind in der letzten Folge, haben wir hier ganz, ganz viele Arbeitsaufträge wieder verteilt. Oh, jetzt ist hier Wind, Sturm. Oh, 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 oh. Ja, noch geht's, glaube ich. Wir schauen mal. Nee. Hier hat es schon alles weggerissen. Oh, 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 oh. Okay. Da müssen wir also schauen, dass wir unsere Beetroots wieder einsammeln. Ja. Okay. Die hat es weggerissen. Wir sammeln die mal ein. Select. Und wir speichern die. Und die Beetroots hier. 10 Beetroots. Select und bitte auch einsammeln. Und hat sonst noch irgendwas weggerissen hier? Ja, Orangen. Select, speichere die auch. Es regnet, es stürmt. Okay, ja, ups. Und hier unser Getreide. Und unseren, ja. Also die Stürme, die sind echt ein bisschen... Die sind echt ein bisschen biestig. Und ich weiß, ihr habt noch nicht rausgefunden, wie man sich dagegen so richtig schützen kann. Das ist ein bisschen gemein irgendwo. Was haben wir da? Da haben wir Marigolds, die hat es auch versemmelt. Die sammeln wir natürlich auch ein. Sonst noch was? Was liegt hier? Das sind die Marigolds. Da liegen Samen. Flux Seed. Habe ich eigentlich die Flux Seeds schon freigegeben zum Essen? Flux Seeds, ja, die dürfen gegessen werden. Turmeric Roots. Na gut, die sammeln wir auch ein. Knoblauch. Das ist ja. Einen, naja, gut, okay. Und es regnet ziemlich heftig. So, okay, damals drei Dinger, die pflanzen wir gleich wieder an. Und ich würde sagen, wir tun das mal weg, wir tun das mal weg und wir tun das mal weg und pflanzen dann hier mal unser Getreide in die nächste, ins nächste Feld. 1, 2, 3. So. Was ist das? Beetroot Seeds. 10 Beetroot Seeds. Ja gut, die sammeln wir auch, weil die können wir anbauen. So, hier müssen wir düngen. Und da müssen wir eigentlich auch düngen. Und ich würde sagen, haben wir hier schon Allow Use. Das ist jetzt... Ich nehme die Beetroots mal aus. Wie viel Aloe haben wir hier? 3. Die können wir natürlich auch anpflanzen. Ah, da haben wir sogar mehr. Wir haben 3. Wir haben 6. Wir haben 6. Ne, das sind Flux. Na komm, dann soll er doch gleich mal die Flux ernten. Select, die könnt ihr gleich ernten. Und die rupfen wir noch raus. Und hier oben so verteilt brauchen wir die gar nicht. So, okay. Ja. Also wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass wir eben zu Kompost kommen. Und da würde ich tatsächlich sagen, ja, die Beetroots sind hier am schnellsten wachsend. Das heißt, wir ernten die mal ab und lassen die hier verderben, in Anführungszeichen. Das ist zwar ein bisschen blöd, aber ich glaube, es ist im Moment die schnellste Möglichkeit, um an tatsächlich an...
Kompost zu kommen. Ne? So, und da müssen wir jetzt hier wieder ein bisschen aufpassen, weil wir haben schon wieder ziemlich viele Arbeitsaufträge am Laufen. Ne? Ja, knapp 80. Okay. Child Population, Elder Population. Also noch sind wir gut dabei. Aber für heute, glaube ich, reicht das, was wir hier jetzt in Auftrag gegeben haben. Der Vorteil ist, wir haben hier jetzt die Wege. Und die würde ich dann tatsächlich auch Richtung Wald noch ein bisschen ausbauen hier. Von hier aus. Ja, wir brauchen noch unser Stangenlager. Und das würde ich natürlich jetzt hier strategisch günstig zu den Dingern hier platzieren. Hier unten irgendwo, zwei nebeneinander, dass wir die Stangen hier platzieren können. Die Äste von unseren Bambusdingern. Dann haben wir nämlich hier zum Lagerfeuer nicht so weit. Und wir haben vor allem hier zu den zum Brennöfen. Das wird nicht der einzige bleiben. Ich würde sagen, den da tun wir auch noch weg. Und den Rest forst mal eh auf. Und hier müssen wir auch düngen. Da ist noch jede Menge Bambus-Seeds. Die sammeln wir auch. Und jetzt ist die Frage, Bambus, das wäre noch was. Beetroot Seeds, 4 Beetroot Seeds, 58 Bambus Seeds. In a few years. Die Bambus Seeds würde ich tatsächlich draußen lagern. Die würde ich hier draußen lagern. Machen wir hier mal Accept Bambus Seeds. Ich glaube, das müssen wir unter Seeds suchen. Seeds. Und dann müssen wir hier alles ausschalten. Rotten Bambus Seeds. Den Rest schalten wir alles aus erstmal. So. Also, wir können einlagern Rotten Bambus Seeds und Bambus Seeds. Okay. Und dann können wir hier sagen, 4 Beetroots, die können wir pflanzen. Die pflanzen wir hier drüben noch, da passen die hin. Beetroots. Eins, zwei, drei, vier. So. Jetzt haben wir unsere Sapiens wieder kräftigst beschäftigt. So, der Pfad ist fertig bis hier hoch. Das ist super. Da können wir nämlich dann auch, hier ist sogar noch ein bisschen Dünger. Den können wir einsammeln. Das ist sogar, den können wir aktuell sogar gut brauchen. Dann haben wir hier ein bisschen Zinn, wenn ich es richtig gesehen habe, oder Kupfer. So, und dann geht es hier eben weiter Richtung hierhin. Ja, und da müssen wir hier den Hügel ein bisschen umgehen und hier durch. Und dann ist das hier das nächste Dorf, wo ich hin will. Das sind unsere nächsten Nachbarn. Und die hatten, wenn ich es jetzt nicht übersehen habe, die hatten auch Poppies. Genau. Und auf die bin ich jetzt im Moment scharf. Auf die bin ich jetzt im Moment scharf. Und da müssen wir mal schauen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir die handeln können. Ich weiß nicht, wie wir mit denen handeln können. Können wir mit denen handeln? Ja, wahrscheinlich müssen wir da erstmal mit einem Sapien hin, dann können wir die begrüßen oder grüßen und dann können wir weitere Dinge tun. Wenn uns die nicht gleich irgendwie böse gesinnt sind, was ich jetzt mal nicht glaube erstmal. So. Genau. Also unsere Dinger werden hier gebaut.
Genau, dann werden hier schon die Bäume gefällt. Hier wird schon kräftig gebaut. Das ist super. Könnte man natürlich schauen, ob da noch mehr liegen. Ja, da liegen noch mehr. Select und zack. Ja. Und unseren Bambushain müssen wir natürlich dann deutlich vergrößern noch, aber das können wir nach unten. Hier nach hinten können wir den noch deutlich vergrößern. Weil das alles Brennmaterial. Wir brauchen natürlich, wenn wir jetzt hier mal mehrere Brennöfen am Start haben und ein, zwei Lagerfeuer oder drei, wenn das Dörfchen tatsächlich mal größer wird, dann brauchen wir einiges an Brennmaterial. Dann brauchen wir ja einiges an Brennmaterial. So, okay. Ja gut, hier das Baumaterial kommt jetzt langsam erst rein, wenn tatsächlich hier die Stämme und die Bretter geschnitten sind und so weiter. Jetzt können wir hier schauen, der hat hier das schon. Du machst eh das schon erhöhen. Okay. Ja, du lernst das gerade. Okay. Ja, dann können wir hier noch den vierten, wenn das ein bisschen höher liegt, können wir hier die vierte Arbeitsfläche hinmachen. Und wenn das unter Dach ist, alles. Dann können wir nämlich Bretter schneiden hier machen. Da müssen wir die Stämme natürlich, dann müssen wir die in so weit tragen und die Bretter wieder hier zurück. Ne? Das macht dann auf jeden Fall mehr Sinn. Und genau, und das Gras kommt eh noch weg, denke ich. Das werden die, können Sie jetzt mal hier in Auftrag geben. Dann sieht es auch ein bisschen schöner aus hier. Okay. Ja, gut. So, hier ist fertig. Das heißt, wir bauen da noch mal einen vierten Arbeitsbereich hin. Genau. So, sehr gut. Der ist dann auch unter Dach. Und die Lager sind auch unter Dach. Sehr gut. Und die Metzgerei und die Bäckerei, die hätte ich gerne nicht in Holz, sondern tatsächlich in Stein. Und da müssen wir jetzt noch mal überlegen. Okay, wir haben trotzdem eine Schwangere. Okay, sehr schön. Das ist jetzt überraschend, dass man bei dem Arbeitsanfall tatsächlich auch noch Nachwuchs bekommen. Das ist nett. So, hier haben wir Turmerics. Die können wir natürlich auch noch anbauen. Haben wir da noch Platz irgendwo? Für die Turmerics nicht wirklich. Dann müssen wir es hier unten hin. Turmeric. Eins. Zwei. Und dann tun wir da oben noch eins hin. Drei. So, okay. So, Marigold. Wie viel Marigold haben wir denn hier? Acht. Die sollte man natürlich auch anpflanzen. Marigold, weil die brauchen wir sowieso. Eins, zwei, drei. 4, 5, 6, 7 und 8. Gut, die haben wir auch schon, die Aloas, oder? Haben wir die schon angepflanzt? Nee. Hier haben wir noch Flax Seeds. Da sieht man, wie die Windrichtung war, ne? Die sammeln wir natürlich auch ein. Und Aloha in a few days. Jetzt können wir mal schauen, wie weit unsere Ding hier ist. Das wird heute nicht mehr klappen, denke ich. Oder bist du ein Fast Learner?
Fertilizer. Ich denke, dann sollten wir die 4 Aloas noch anbauen. Die sollten wir noch anbauen. 1, 2, 2, 3, 4. Ja, und unser da drüben liegen noch, da liegt noch Flachs. Schauen wir mal, ob da noch was liegt. Ja, 3 Flachs. Die haben wir auch. Also der Sturm ist ja echt eine Pest. Sturm ist echt eine Pest. Hier haben wir noch mal Elderberries. Select und auch einsammeln bitte. Another tribe has spotted. Okay, das lassen wir uns natürlich nicht gehen, entgehen. Okay. Und hoch. Ups. Priorisieren. Und dich priorisieren wir natürlich auch. Die habe ich wieder depriorisiert. Ja. Aber es wird schon klappen. Es sind jetzt immer Zweiergruppen, also Einer und Zweier. Keine größeren Gruppen. So, jetzt ist die Frage. Ja, und Virus, ist klar. Aber wir behandeln dich gleich. Treating Virus ist eh. Okay, du müsstest die andere sein. Schauen wir mal schnell. Gathering. Nee, war's nicht. Das war die nicht. Was die Karma? Wir schauen mal gerade. Pessimist. Da ist Virus. Sivero. Unavailable. Wieso? Unavailable, weil wir nicht genügend. Okay, da haben wir einen Todesfall. Das ist natürlich schade. Wir haben 3-mal Medizin. Und wir haben 2 Mediziner. Toki. Du kannst eh nicht und du kannst da nicht, aber du kannst Medizin lernen. Und Musik. So, ich bilde noch mal ein paar Ärzte aus. Du kannst eh nicht investigaten und du kannst auch nicht pflanzen, aber Medizin und Musik. Ja, da ist sind alle am Husten. So, Medizin, was ist mit dir, Tamana? Basic Hunting und Woodworking kannst du nicht, aber Medizin und Schuh-Video-Video. Pottery. So, wo haben wir denn noch? Dann sind wir hier bei Kute. Nehmen wir dich mal da raus und auch zur Medizin. So. So, jetzt ist nämlich die Frage. Gut, die ist behandelt. Da können wir noch nicht. Du bist noch nicht behandelt. Nee, das ist ein Pessimist. Du bist behandelt. Das geht doch automatisch mittlerweile.
Das geht doch mittlerweile. Ich denke, das ist nur nicht, man musste die manuell selektieren. Das war jetzt bei mir, glaube ich, eine Fehleinschätzung. Solange noch keine Ärzte, sobald wir die ersten Ärzte ausgebildet haben, Mediziner, suchen die sich die Patienten dann doch selber. Also das, glaube ich, passt schon. Das passt schon. Ja gut, und hier unsere Verbrennungsmedizin, die ist noch im Wachsen. Und die Poppies, da sind wir gerade hier am Tun, ne? Und jetzt schauen wir nochmal hier. Und ich würde sagen, wir ernten jetzt mal hier. 74 Beetroots. Um da mal ein bisschen Dünger zu produzieren. Sammelst du Dünger? Gathering Beetroots, nee. So, okay. Da fehlen uns wahrscheinlich noch Bretter, vermute ich mal. Oder was fehlt uns hier? Splitlocks, ja. Aber die kriegen wir. Da haben wir hier sogar welche dann langsam lagernd, denke ich. Ah ja, hier müssen wir noch sagen, hier müssen wir noch Speicher hinbauen. Da haben wir die Logs, okay. Und hier müssen wir noch einen großen 4x4. Einmal. Zweimal. Und du sollst nur Logs, nicht Logs, sondern Splitlocks. Nur Splitlocks akzeptieren. Und du bitte auch. Okay. So. Dann sind wir hier, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Das sind jetzt noch die Bäume, die nachgewachsen sind. Die können wir auch noch fällen, wenn wir schon dabei sind. Dann ist der Wald, dann war es das jetzt eben im Wald und wir forsten den jetzt komplett neu auf. Und dann würde ich tatsächlich, haben wir jetzt eigentlich das Modul schon drinnen, mit dem wir, jetzt versuche ich da nochmal, mit dem wir den Wald automatisch nachwachsen lassen können. Das wäre es natürlich. Ha. Ja, hier kann ich immer noch nicht die Dinger drunter setzen. Ne, jetzt habe ich es da drinnen. Das ist jetzt auch nicht das Wahre. Jetzt haben wir es. Keine Ahnung, wo er die gesetzt hat. Da in die Ecken hat er es gesetzt, in die Ecke. Na, ich will. Ja, gut. Ich glaube, ich war jetzt ein Fehler. Tja, also das mit dem Setzen hier, das haut noch nicht so ganz hin. Das weiß ich noch nicht so richtig, wie wir das hinkriegen. Place. Und wenn ich das jetzt hier... Jetzt macht das. Aber hier macht das zum Beispiel wieder nicht.
Hey, Epona. See now wicked how me. Na gut, die Ecke ist auch okay, wenn er es erstmal an der Ecke hat. Das passt schon. Ansonsten müssen wir uns nochmal was überlegen. Es ist eh schon wieder Abend. Wir schauen jetzt mal, sollte das noch fertig werden? Und ja, Musik ist gut und wir machen noch ein bisschen mehr Musik. Das ist abgeerntet, das passt. Der Rest ist angepflanzt. Was ist hier? Kantmalch, okay, weil wir noch keine Mulch haben. Das können wir noch abernten. Ja, und wir haben jetzt Elderberries, jede Menge. Das ist also eine gute Sache. Gut, dann würde ich sagen, bei nächster Gelegenheit. Ah, ist da jetzt schon jemand eingezogen? Sieht so aus. Jedenfalls ruhen die sich hier aus. Vielleicht, weil es hier nicht so hell ist. Möglicherweise, wenn es hier nicht so hell ist. Soll man da eine Fackel noch reinstellen, irgendwie? Awake. Sinapona alapona. Doch, der setzt sich schon rein. Okay. Hast du eine Virusinfektion? Ja, und du bist behandelt. Sinapona alapona? Du nicht. Energetik. Okay. Ja gut. Dann würde ich als nächstes tatsächlich den Pfad hier weiter vorantreiben und dann mal handeln gehen langsam. Mal schauen. Und wir sollten... Oh, jetzt haben wir hier jede Menge 22 Pine Cones. Okay, das heißt, wir können hier wieder aufforsten. Bambus, Pine Cones, Pines. 5, 6, 7, 8, kommen ein paar Fleißige und bauen tatsächlich noch gleich die Bäumchen an. Sehr löblich. So, wir haben 2, 4, 6, 8. 3 mal 8 ist 24. 4 mal 8 ist 32, wir brauchen 72 oder können 72 bauen.
Konzentration. Jetzt habe ich vergessen, die Mod zu laden. Das ist ja ein bisschen nicht so gut gewesen jetzt, aber wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 87, 56. Also wir haben 56 und jetzt können wir hier, können wir noch mal ein paar hier oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, haben wir 63. Haben wir 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Da müssten wir jetzt genau alle Pinecones tatsächlich verbrauchen, die wir noch haben. Okay, super. Aufforsten Wald. Das müssen wir das nächste Mal, muss ich das anders machen, dass wir vorher diesen Mod laden, mit dem wir forsten auf, dort wo ein Baum gefällt wird, wird automatisch wieder ein neuer gepflanzt. Ich dachte, ich habe das eigentlich schon gemacht, aber scheinbar habe ich es noch nicht gemacht. Scheinbar habe ich es noch nicht gemacht. So, hier haben wir 9 Splitlugs. Und hier haben wir schon das Stämmelager. Das ist ja super. 114. Ja. Und wie schaut's aus? Ja gut, ihr solltet noch alle schlafen gehen. Gut. Und wir machen es wieder so wie immer, dass wir gleich die Musik in Auftrag geben. So. Das dauert noch ein bisschen, bis das verrottet. Wir haben hier leider, ja doch, wir haben hier in 17 Stunden, okay, keine Ahnung. Ah, das sind wahrscheinlich Bambus, das ist Bambus, oder? Die Bambus haben wir irgendwie hier hochgelagert. Ja, doch. Gut, hier müssen wir auch düngen. Und da haben wir eh schon beschlossen. Und hier können wir auch düngen. Düngen. Da macht er eh nur die, die er düngen kann. Okay, super. Sehr gut. Passt. Das haut hin. Hier der Wald. Der verbraucht die Erde scheinbar nicht. Das ist großzügig. So, und hier auch düngen. Und haben wir hier bei den Orangen, haben wir noch nichts abgeerntet, deswegen müssen wir auch nichts düngen. Okay, das heißt also unser Dörfchen hier ist langsam am Wachsen. Wir schauen mal, Steine haben wir noch, kleine Steine haben wir noch. Haben wir noch genügend Faustkeile? Ja. Okay, wie schaut es denn hier aus mit Stone? Die haben wir noch. Und wir haben auch noch Hedges. 5 Stone Hedges. Da sollten wir wieder welche bauen. Wie viel haben wir denn hier? 15. Da haben wir 14. Ich glaube, aus einem großen kriegen wir 2 kleine, ne? Ja, hier. Dann machen wir hier mal 20 kleine nachproduzieren. Wir machen...
ziehen. Von denen und 10 von denen. Das sind noch 28 und 36. Und dann machen wir hier mal Hatchets. Stone Hatchets. 10 Stück. Da müssen wir nur dran denken, dass wir die Stone Axes noch machen. Bamboo Seeds. Da haben wir noch einen Garlic, den können wir noch pflanzen. Können wir zwischen rein pflanzen. So, soweit so gut. Da haben wir noch Bone Knives, okay. Und hier mit den Flintstones können wir natürlich auch noch mal einiges machen. Aber ja, Flux 41, Dry Flux. Ich denke, ich tue die hier mal absagen und mache hier mal 41 Flux und wir machen hier die Stone Axes. Stone Pickaxe auch 10. Genau, und Bretterchen machen wir jetzt hier drüben, die haben wir eh. Dann machen wir da Split Logs. Machen wir da nochmal 50. 52 und hier nochmal 52 und 100. So, dann sollten wir eigentlich von allem genügend haben. Jetzt checken wir hier nochmal das Häuschen. Ja, du bist die Einzige, die hier tatsächlich schläft. Early Riser. Okay. Ja, gut, super. Also, ich denke, wir kommen da langsam ins Laufen. Unser Komposter ist, glaube ich, auch jetzt, kommt auch in Schwung. Und ja, dann können wir als nächstes uns an dem Pfad hier machen, dass wir den vorantreiben, möglichst weit. Mal schauen, wie weit wir da kommen. Und dann einen Schlitten losschicken und versuchen mal zu handeln. Das erste Mal hier in dem Spiel mit unseren Nachbarn handeln. Hier müssen wir noch eine Fackel hinstellen, damit wir hier auch was sehen. Stellen wir hier an die Ecke. Und hier drüben haben wir eh Beleuchtung. Okay, das passt. Ja, gut, super. Dann würde ich sagen, wie immer, ich wünsche euch viel Spaß beim Selberzocken. Und ja, freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.